So, und da sind wir also jetzt nun im Game auf der Karte Big Race. Matchmaking sind wir Top-Tier. Da kann man nichts sagen. Ich wollte vielleicht auch diese Chance nutzen, einen kleinen, kleinen mal zu informieren. Bis jetzt wart ihr es jetzt lange Zeit gewohnt, jeden Tag ein Video zu bekommen. Und ich werde es wahrscheinlich wieder ein bisschen reduzieren, da mir die Zeit ein bisschen ausgeht. Und ich muss auch sagen, World of Warships in Zeitung von Aiming Assist Mod, den es aktuell gibt, muss ich sagen, macht mir nicht mehr so viel Spaß, weil es einfach frustrierend ist, wenn der Gegner auf Max Range immer jeden Schuss sofort trifft. Das passt für mich nicht mehr und muss ich sagen, beißt sich ein bisschen für mein Spielverständnis. Und wahrscheinlich werden es auch nicht so viele nutzen, aber gefühlt sind es doch ein paar. Und ja, das frustriert einfach, wenn der Gegner da einfach so weiß, wie und wo er hinschießen muss. Und ja, der Progress geht ja eh verloren, von dem her weiß ich nicht, wie weit ich da noch jetzt die Beta spielen werde. Also von dem her, bitte seht es mir nach, aber wie gesagt, die Ein-Video-Tag-Regel wird vielleicht ein bisschen verschoben oder ich mache dafür wieder mehr World of Tanks jeden Tag. Das muss ich noch alles sehen. Aber wie gesagt, erstmal. Werde ich da jetzt ein bisschen wieder Piano machen die nächste Zeit. So. Wir drehen jetzt hier. Mal ein paar Torpedos losschicken können. Wäre ja schön, wenn irgendeiner vielleicht sogar sitzen würde. Ah, bis jetzt passiert da nichts. Also die werden wohl eher nicht treffen. Aber egal. So, hier die Wickes. Anzünden können. Und auch hier ein bisschen beschädigen. Das ist doch alles, was ich erreichen wollte mit dieser Aktion. Im Gegenzug hat er mich nicht so hart getroffen. Einfach mal blind jetzt mal mit den Torpedos um sich schmeißen. Man hat ja genug. Ich werde mich hier so ein bisschen um diese Seite hier kümmern. Oh, oh. Was ist denn da vor mir? Wo kommst du denn her? So. Er gibt es mir jetzt gerade ganz gut. Aber jetzt werde ich ihn hoffentlich aus dem Leben nehmen. Ja. Ich bin aber hier ganz schön angeschlagen. Aber Gott sei Dank. Bin ich jetzt auch wieder aus dem Gröbsten raus. Und werde mich jetzt hier mal auf jeden Fall ein bisschen verpieseln. Da hat er mir auf jeden Fall sehr, sehr gut eingeheizt. Muss man ihm wirklich lassen. Und da kommt schon der Nächste. Ich kann ihm leider jetzt gerade nicht so antworten, wie ich es gerne wollen würde. Auf
jeden Fall muss ich da jetzt hier mal ein bisschen helfen, weil der fährt jetzt auf jeden Fall auch mal Richtung unserer Träger. So, jetzt konnte ich eben schon mal ein bisschen hier schaden. Und jetzt muss er hier aufpassen, weil jetzt... Ah, sehr gut. Hat der Flugzeugträger gut agiert und reagiert. St. Louis da hinten. Auf die Distanz. Ich muss jetzt hier ein bisschen mehr riskieren und ein bisschen mehr schießen. So, angezündet habe ich ihn. So, da ist der weg, Gott sei Dank. Ah, schön verteidigt die Basis, eben gleich einen Schaden reingehauen und da kommen noch Torpedos bei ihm. Ja, auch der ist weg, ganz nice. So, jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich nicht mehr der Torpedos, dass ich mich den Torpedos entziehe. Oh ja, die Independence hat da leider gut einstecken müssen. Also wie gesagt, vielleicht nochmal zu den Worten am Anfang, also es wird jetzt nicht heißen, dass ich gar kein World of Warships mehr mache, aber ob ich, wie gesagt, das noch so regelmäßig beibehalte, aufgrund einfach auch der Schiffe, die ich jetzt schon alle gespielt habe, also von dem her wird sich das jetzt eh nur noch wiederholen und das ist doch ein bisschen schade, wenn der Progress dann einfach so weg ist. So, da die Kongo. Werde ich einfach mal mit ein paar Torpedos begrüßen. Weil ich glaube, die hat jetzt für alles Augen, nur nicht für mich. Deswegen vielleicht überrumpeln sie die Torpedos ein wenig. Das ist zumindest der Plan. Jetzt bin ich leider offen, weil der Scout mich da aufgemacht hat. Der hat zwar einen Torpedo getroffen, waren aber leider nicht meine. Schade, schade. So, und jetzt auch der einfach mal von hinten ein bisschen Feuer geben. Und wieder angezündet. Ah, da habe ich das kleine Dörfchen hier fast ausgerottet. Die Yubari ist nicht weit weg. Konnte ich schon einen Treffer platzieren? Und jetzt mal sneaky hinten ranfahren. Aber die schießen sich Gott sei Dank die Yubari auf die Minikatze ein.
Independence macht schon Schuh. Und jetzt gehe ich einfach mal in den Cap auch ein bisschen rein. Oh, jetzt habe ich ihn. Ah, sehr gut. Ist weg. Und jetzt mal volle Kraft Richtung Independence. Und dabei fahre ich einfach mal durch den Cap durch und je nachdem, wie ich sehe, wie es sich ausgeht, bleibe ich dann drin stehen und hole mir den Punkt. Oder ich fahre weiter. Da kriegt er jetzt auf einmal ein paar Torpedos ab. Angezündet. So. Werden wir jetzt mal für ein paar Torpedotreffer gleich gut sein. Beziehungsweise macht schon unserer. St. Louis ist noch voll. Und die Miyogi auch. Das sind die letzten beiden Schiffe. Wir sind zu viert. Ja, ich würde sagen, da kann man jetzt nochmal versuchen, vielleicht hier ein bisschen noch seinen Spaß zu haben. Also ich denke mal, durchkappen brauche ich das jetzt nicht. Und das sagt die Zeit, 10 Minuten ja noch auf der Uhr, also von dem her, probieren wir es doch einfach mal aus. Einziges Problem, dass die Miyogi Richtung unseren Cap unterwegs ist. Ne, ich werde doch abbrechen, beziehungsweise ich werde doch durchcappen, weil ich habe jetzt keine Lust, dass die Miyogi hier unseren Cap nimmt. So, eigentlich jetzt so einen Schlagabtausch nicht empfehlenswert. Und ich fahre jetzt doch raus. Ich will es eigentlich. Ich hoffe, ich komme überhaupt noch raus, aber es sollte eigentlich klappen. Weil ich würde mich jetzt gerne noch ein bisschen mit der Miyogi hier ein bisschen betteln. Der erste Torpedo, der zweite Torpedo trifft da ganz schön. Hat noch kein Auge für mich. Jetzt fangen die Geschütze ja automatisch zum Schießen an. Zündet mich hier an, aber ist mir egal. Und Rauch und ab dafür. Torpedos waren jetzt leider nicht gut geschossen, aber dazu stehe ich. Jetzt geht erstmal die Kongo auf die Miyogi. Und ich kann mich hier gleich wieder austoben.
Türme sind noch nicht auf mich. Alles, was hier schießt, sind automatische. Ah, und da hat mich die Automatik weggenommen. Schade. Aber da war ich jetzt ein bisschen eigensinnig. Da wollte ich jetzt hier einfach noch ein bisschen mehr Spaß haben. Torpedos hätten treffen müssen, sehe ich ein. Aber so fand ich es dann unterm Strich doch lustiger. Jetzt wird es leider wahrscheinlich sogar eine Niederlage, aber egal. Spaß hat's gemacht. Und das ist ja erstmal das Wichtigste bei einem Spiel. Was ich ein bisschen schade fand, dass die Kongo hier nicht auf die Miyogi geschossen hat, weil einfach mal ein schöner Hit auf die Miyogi und das wäre alles viel leichter gewesen. Aber vielleicht macht unser Flugzeugträger auch noch ein bisschen was, weil Miyogi hat ja kein Flugzeugabwehr. Torpedos wurden auf jeden Fall schon mal jetzt gesetzt. Und einer hat getroffen. Wenigstens einer. Wie gesagt, verstehe nicht, warum er nicht hier auf die Miyogi schießt. Wenn er ein bisschen beidreht nach links, dann kommt er auch mit allen dran. Ja, der erste hat schon mal jetzt vernünftig getroffen. Nimm ihn raus. Ja, da hat die Miyuki jetzt aber ganz hart getroffen. Also jetzt wäre es mal langsam an der Zeit, dass er hier zurückschießt. Ist ja doch eine Tier 5 gegen Tier 4, den Vorgängerschiff. Aber bisher kommt noch nicht so viel. Ein Turm ist schon kaputt. Und da ist er raus. Im Hintergrund von der St. Louis zerstört worden. Und jetzt ist nur noch unser Flugzeugträger am Start. Da haben sie uns, die beiden, uns zu viert doch noch fertig gemacht. Wie gesagt, ich hätte da auf jeden Fall den Cap klar machen müssen. Das war mein Fehler. Aber so habe ich noch ein bisschen Schaden anbringen können und einfach auch Spaß gehabt. Eine Minute 30. Mal schauen, was hier jetzt in der Zeit noch passiert. So. Miyogi auf jeden Fall schießt dann schon mal. Ja, und der erste hat gleich getroffen und hat auch gleich den Gun angezündet. So, und da kommen jetzt die nächsten Schüsse. Noch 48 Sekunden. Jetzt wird es ja in der Tat noch spannend. Torpedos sind im Wasser. Einer trifft. Schade. Hätten zwei getroffen, hätte er ihn weggeholt. Aber noch 30 Sekunden. Also es wird noch eine enge Nummer. Scheinbar ein Loch hat er auch nicht in ihn rumschlagen können, sonst würde er hier runter ticken. Also von dem her. Ja, 7, 6. Und das Spiel ist aus. Also ein Unentschieden, glaube ich, darf man okay finden. Ich konnte mich an Platz 2 des Teams setzen und habe gemacht knapp 50.000 Schaden. Also von dem her doch noch einigermaßen gut performen können. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir nämlich schon. Bis bald, euer Ekaramba.